Hunderte Einzelteile. Zusammen ergeben sie einen Peugeot-Partner. Und der ist durch die harte Schule der Autobild-Redaktion gegangen. Nach über 100.000 Kilometern muss er sich ein letztes Mal beweisen. Bei der Komplettzerlegung zeigt sich, wie gut der französische Kastenwagen wirklich ist. Angekommen ist er gut. Er war uns eigentlich ein guter Partner. Er hat am Anfang leider Gottes schon ein paar Schwächen gezeigt, mit denen wir nicht gerechnet haben. Er musste kurz nach Testbeginn zweimal in die Werkstatt, weil es Probleme mit der Lenkung gab. Aber danach hat er seinen Dienst eigentlich eine ganze Zeit lang klaglos verrichtet. Den Peugeot-Partner gibt's ab 17.100 Euro. Ein günstiges Familienauto also. Aber ist günstig auch gut? Gerade wenn das Geld knapp ist, sollte das Auto zuverlässig sein. Optisch lässt der Franzose vor allem im Innenraum bereits federn. Nach knapp 100.000 Kilometern löst sich der Softlack an den Türgriffen. Der Schaltknauf zeigt deutliche Gebrauchsspuren und auch die Kofferraumabdeckung hat schon bessere Zeiten gesehen. Es sieht, wenn man sich den Innenraum anguckt, ein bisschen mitgenommen aus, aber für einen Kastenwagen, der in erster Linie ein praktischer Familienbegleiter sein soll und kein Luxusauto, geht es fast nicht anders aus. Aber wie gut oder schlecht steht's technisch um den Peugeot? Ein erster Blick unter den geräumigen Franzosen soll weitere Erkenntnisse liefern. Finden sich irgendwo Ölspuren an Motor und Getriebe? Gibt es Beschädigungen, die sofort ins Auge springen? Spurensuche mit der Taschenlampe. Und bis jetzt sieht es erfreulich trocken aus hier unten. Motorgetriebe, ansonsten keine großen Leckstellen zu sehen. Hier ist eine so eine Feuchtigkeitsspur, wo es von oben runterkommt. Da müssen wir mal genau hingucken, ob es von der Dichtung kommt oder ob da eventuell beim Öl nachfüllen, was daneben gekleckert wurde, was dann runtergelaufen ist. Das sehen wir dann, wenn die Nebenaggregate weggebaut sind. Unter dem Peugeot-Partner findet Manfred Klangwald aber noch mehr. Am rechten Hinterrad wird ein Hitzeschutzblech zum Poltergeist. Da haben wir hier Einrisse hier oben. Und zum einen ist das natürlich eine derbe Geräuschquelle. Zum anderen wird es wahrscheinlich irgendwann ganz abfallen. Noch gravierender die Probleme, die die Lenkung während des Dauertests bereitete. Beim ersten Mal eine Leitung abgerissen, sodass das Lenköl ins Freie ausgetreten ist. Und ungefähr 10.000 Kilometer später ist dann die Servopumpe von der Lenkung undicht gewesen. Da kam es dann wiederum zu Lenkungsölverlust. Also war die Funktion der Lenkung auch nicht mehr gegeben. Diese Fehler wurden im Rahmen der Garantie behoben. Finden sich jetzt, nach über 100.000 Kilometern, noch mehr Mängel am Familienauto? Erstmal muss alles runter und alles raus. Der Partner wird bis auf die letzte Schraube komplett zerlegt. Doch schon nach dem Ausbau der Schiebetüren wird Manfred Klangwald wieder fündig. Wir sind hier an der Seitenscheibe von der Schiebetür und hier haben wir so einen Ausstellmechanismus, dass dieses Fenster ein bisschen geöffnet werden kann für die Belüftung. Und offensichtlich ist hier die Führung und die Abdeckkappe lose, sodass dieser Mechanismus nicht mehr korrekt funktioniert. Auch der Motor wird aus der Karosserie gehoben und in seine Bestandteile zerlegt. Dazu wird er zuerst vom Getriebe getrennt. Über das gab es während des harten Langzeittests kaum Klagen. Schwergängige Schaltung haben wir nicht beanstandet. Das Einzige, was wir beanstandet haben, ist der Druckpunkt an der Kupplung vom Pedal her. Dass da schon zu spüren war, dass die Kupplung nicht mehr so ganz frisch ist. Und da denke ich mal, haben wir hier draußen schon einen Indiz dafür, wo es vielleicht dran liegen könnte. Wahrscheinlich liegt es nur an der Übertragung. Doch die Mängelliste wird immer länger. Auf einer Seite der Kupplungsscheibe finden Manfred Klangwald und Dekra-Ingenieur Günther Schiele einen Riss. Im Moment passiert sicher noch nichts, aber irgendwann wird es dazu führen, dass wahrscheinlich auf der anderen Seite auch ein Riss entsteht. Und dann wird uns irgendwann mal das Teil rausfallen und die Feder ist natürlich dann nicht mehr fixiert. Und dann kann es natürlich sein, dass es Probleme im Betrieb gibt. Schon folgt die nächste Problemstelle, und zwar im Motorraum. Im Visier der Dauertest-Spurensucher die Elektrik. Hier hat es offensichtlich Kontaktprobleme gegeben, dass der Kabelstrang hier am Gehäuse gescheuert hat und sich durch die Schutzummantelung schon durchgearbeitet hat. Und das wäre jetzt also nur eine Frage von wenigen Kilometern gewesen, bis wir da am offenen Kabel gewesen wären. Und das wird über kurz oder lang zu einem Kurzschluss führen. Eine langwierige Fehlersuche stünde an. Auch der Motor wird weiter fleißig zerlegt. Rein äußerlich zeigen sich an dem Vierzylinder-Benziner bislang keine Auffälligkeiten. Auch der Katalysator ist noch in einem guten Zustand. Aber schließlich werden die Experten bei der Abgasanlage doch noch fündig.
wir haben hier den Abgaskrümmer und da zeigt sich, dass wir in dem Bereich von diesem Rohr hier einen Riss haben. Wir werden das mit dem Endoskop noch von innen her prüfen, ob der Riss schon durchgeht. Es könnte aber auch sein, dass er im Moment nur beginnend ist, aber das bedeutet, dass der Abgaskrümmer in absehbarer Zeit ausfallen wird. Also geht der Kfz-Sachverständige Günther Schiele der Sache mit seiner Endoskopkamera auf den Grund. Dank des Objektivs mit seinem flexiblen Kabelstrang spürt der Ingenieur auch in den hintersten Ecken eines Fahrzeugs Risse oder andere Beschädigungen auf. Wir konnten jetzt aufgrund der Endoskopie feststellen, dass der Riss tatsächlich durchgängig ist. Das heißt, dass es nicht ein Anriss ist nur, sondern dass er völlig durchgerissen ist. So gesehen ist das Teil hinfällig für einen Austausch. Nach dem Krümmer steht das Getriebe auf dem Prüfstand. Haben die Zahnradsätze der Schaltung bereits gelitten? Die Männer rund um Autobild-Redakteur Manfred Klanwald finden hier doch recht deutliche Abnutzungsspuren. An diesen trägt aber nicht der Peugeot-Partner die Schuld. Sie gehen eher auf das Konto des hektischen Testalltags. Diese bedientechnischen Geschichten. Ja, oder je nachdem, wer Gefahr ist und hat... Ja, das ist schon passiert, ne? Das kennen wir schon, klar. Ja. Das Auto rollt noch, der Rückwärtsgang muss trotzdem genau. rein. Genau, dann machst du kurz Rack, dann ist er drin. Bei dem, wo das Auto kaufen muss oder zahlen muss, bei dem passiert das wahrscheinlich nicht. Ja, alles, was da an Zähnen im Weg sein kann, ist ja weg. Ja. Schaltet jetzt viel sanfter als vorher. Mit dem Endoskop nehmen Günther Schiele und Manfred Klanwald auch die Schweller genau unter die Lupe. Hier sammelt sich gern Wasser, das dann zu Rost führt. Wie steht's um die Karosserie des Franzosen? Das, was wir bisher gesehen haben, ist sehr gut. Keinerlei Korrosionsrückstände, lediglich ein bisschen Schmutz ist erkennbar. Und eine Spinne hat sich wohl eingenistet und hat den Schweller für sich erobert. Aber ansonsten ist jetzt okay. Im Schweller herrscht also Dürre. Das ist gut für die Langlebigkeit. Die nackte Karosserie des Kastenwagens wird jetzt verladen und abtransportiert. Mehrere hundert Meter müssen die Mechaniker den Partner schieben, um ihn in die Halle für das große Autobild-Fotoshooting zu bringen. Derweil muss der Motor noch komplett zerlegt werden. Das soll Aufschluss über den Zustand von Kolben und Zylindern geben. Der 1,6 Liter Benziner mit 109 PS war einer der Hauptkritikpunkte der Redaktion. Zu schlapp und mit durchschnittlich 10,56 Litern auf 100 Kilometer einfach viel zu durstig. Nach der Kurbelwelle finden auch die Kolben den Weg aus dem Motorblock. Sie werden jetzt, genau wie die Zylinder, in denen sie laufen, akribisch vermessen. Wie hoch sind die Abweichungen zur Einbaunorm? Wie sehr hat der Motor auf seinen 100.000 Kilometern gelitten? Jetzt zeigt sich, wie standfest das Peugeot-Aggregat wirklich ist. Urteil des Experten? Die Teile liegen alle innerhalb der Toleranz, sowohl die Kolben als auch die Laufbuchsen. Das Hohnbild ist gut erhalten, wir haben keinerlei Riefen etc. So gesehen könnten die Bauteile weiterverwendet werden. Der Peugeot-Partner ist in seine Bestandteile zerlegt. Nach 100.000 Kilometern musste er beweisen, was in ihm steckt. Der Aufbau für das Foto, zeitaufwendig. Aber es zeigt die Stärken und Schwächen des Franzosen. Das Fazit? Wir mussten erfahren im Dauertest und auch bei der Zerlegung hier, dass Peugeot offensichtlich bei diesem günstigen Auto auch den Rotstift angesetzt hat und dass es da leider Gottes diverse Punkte gibt, wo man Abstriche bei der Qualität gemacht hat. Das zeigt sich dann an einigen Stellen, wie zum Beispiel am sich lösenden Softlack im Innenraum. Oder an der mangelhaften Haltbarkeit der Hitzeschutzbleche unter dem Auto. Und auch an der schlecht sitzenden und daher durchgescheuerten Verkabelung im Motorraum. Dieses Auto, so wie es jetzt hier steht, kostet knapp 20.000 Euro. Ich sage mal, wenn das Auto eingesetzt wird für die junge Familie, für die es ja wahrscheinlich zum Teil gedacht ist, dann ist das für die auch eine ganze Menge Geld. Sie kriegen auch eine ganze Menge dafür. Ich würde allerdings empfehlen, die vom Peugeot angebotene Garantiezeitverlängerung in Anspruch zu nehmen. Die kostet 780 Euro für 2 Jahre. Eine lohnende Investition. Denn ohne die Garantieleistungen des Herstellers wären beim 100.000 Kilometer Dauertest rund 2.200 Euro Werkstattkosten angefallen.